Schönen guten Tag, ihr ganzen Leute. Heute spielen wir Crysis 2. Wir werden heute eine riesen Explosion in Crysis 2 verursachen. Crysis 2 ist ein Spiel, wo du dich tarnen kannst, dass dich Gegner halt nicht mehr erkennen. Oder wo du dich panzern kannst, wo dich Gegner abschießen können, aber dass du halt keinen Schaden nimmst, solange du halt Energie hast. Da starten wir mal den ganzen Spaß. Als erstes, was ich machen muss, sind natürlich die Gegner auszuschalten. Ich mache das nicht zum ersten Mal, also die ganzen Fässer zu transportieren zu einem Fleck und natürlich alles zu sprengen. Und ich habe halt gemerkt, sogar wenn ein Gegner leben würde, würde der alles kaputt machen. Der muss nur einmal auf die Fracht schießen, alles explodiert. Deswegen erstmal alle Gegner auszuschalten. Ist ein guter Weg. Nachdem ich dachte, ich habe alle Gegner ausgeschaltet, habe ich schon angefangen, natürlich ein paar Fässer schon rüberzuwerfen auf die andere Seite. Denn ich will direkt dahin meine Fracht eigentlich hinwerfen. Und hier, schaut euch das an. Wenn der Gegner eine Sekunde davor schon geschossen hätte, wäre das Sprengfass kaputt. Da wäre eine Explosion weniger. Ich habe danach die Fracht insgesamt 5 Fässer erstmal zum Punkt gelegt, da wo es auch eigentlich explodieren soll. Denn ich habe 3 Soldaten spawnen sehen und die können gefährlich werden. Ich habe dann wieder wie beim letzten Mal gemacht, erstmal zwischengelagert, alle 3 Fässer, die ich jetzt gesammelt habe, dass ich sie dann später erst hochschmeiß. Ich habe auch dann angefangen, komische grüne Fässer einzusammeln. Ich weiß nicht, warum ich die unbedingt haben wollte, denn die grünen Fässer, wenn man sie abschießt, rauchen halt nur. Die explodieren nicht, sondern rauchen halt bloß. Die komischen 3 Gegner haben bis jetzt auch noch nichts gemacht, deswegen habe ich angefangen, langsam erstmal alles rüberzuschmeißen, dass ich dann alles erstmal liegen habe. Dass ich dann das später nicht machen muss, weil solange die Gegner jetzt erstmal nicht angreifen, habe ich eigentlich so freie Bahn. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich genau, was ich machen sollte. Ich musste ganz schnell weg, bevor sie auf meine Fracht schießen. Ich musste einfach ganz schnell töten, so schnell wie möglich, bevor sie mich töten oder meine Fracht verletzen. Aber leider bin ich gestorben. Heißt das also, dass die ganze Reise umsonst gewesen ist? Alles, was ich eingesammelt habe, alles, was ich bis dahin erlebt habe, alles umsonst, nur weil ich gestorben bin? Ja, leider. Ha, kleiner Witz beim Range. Ich bin zu blöd und hab weitergemacht. Ich habe natürlich wieder alles eingesammelt und wieder alle getötet. Nein, mein Fass! Sie haben mein Fass kaputt gemacht. Einer meiner geliebten Fässer. Und dieser Typ, der steht nur da. Schaut euch diesen Typen da an. Der steht nur da, greift mich nicht mal an. Er bewundert, was er geschaffen hat. Die werden dafür büßen. Das Schlimmste ist sogar eigentlich, dass die immer wieder nachspawnen. Sie spawnen einfach immer wieder. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Der Verlust von den 3 explosiven Fässern hat mich so stark getroffen, dass ich gestorben bin. Nein, ich wurde doch wieder von welchen getötet, die wieder gespawnt sind. Wisst ihr, sogar das Unlustigste von allen ist sogar, dass ich die Explosion, wo ich alles hingelegt habe, nicht aufgenommen habe. Es ist schlimm. Ich weiß, ihr seht, wie ich ein paar Granaten und die Überreste der Explosion schmeiß. Ich sag euch, die Explosion war krass. Ich bin echt traurig darüber, dass ich sie nicht aufgenommen habe. Echt traurig. Ich wollte euch unbedingt zeigen,